Jo, servus Freunde. Ja, auf die Vorstellung warten wahrscheinlich schon etliche. Und da ist sie nun jetzt. Das ist mein Kaffee-Maschinchenmacher, quasi Thermoskanne, Warmhalte-Dingsbums, alles in einen. Und zwar, das ist die Stanley Classic French Press. Wir haben hier oben eine Kappe zum Abschrauben, sehr schön mit Silikon gedichtet. Wir können hieraus gleich trinken, aber habe ich probiert, Freunde, das ist brennheiß da, Schnauze verbrennt wie nichts. Muss noch dazu erwähnen, es war hier hinten noch so ein Plastikring dabei. Wo man dann diesen Deckel einhängen kann, der war bei mir zerbrochen, ist gleich weggefallen, brauche ich nicht wirklich. Und ja, geht so, genauso. Ich kann den Deckel auch so hinlegen. Ja, das Ganze ist alles zum Aufschrauben. Wir haben hier wunderschöne Silikondichtungen. Und hier ist der sogenannte Käfchenfilter eingebaut. Also die Press ist quasi wirklich doppelwandig, also die hält wirklich lange warm. Die ganze Vorbereitung ist, wir brauchen jetzt einmal ein bisschen heißes Wasser. Und zwar ca. 250 Milliliter. Ich habe mein Käfchen dabei, natürlich gerieben und auch ein bisschen Kaffeeweißer, denn man kann da drinnen gleich alles gemeinsam anmachen. Ja, wird gleich soweit sein. Wie gesagt, ich habe eine Tasse, da kann man ihn ein bisschen auskühlen lassen, weil man hier drinnen ist der wirklich brennheiß, also für den Sommer braucht man das eher weniger. Ich würde das eher für die kühleren Tage, so wie sie jetzt dann kommen, nehmen und verwenden. Gut, 250 Milliliter heißes Wasser habe ich einmal da. Das füllen wir mal rein. Dann schmeißt man dementsprechend Käfchen dazu. Je nach Stärke, wie man das halt gerne hat. Ein bisschen mehr, schaut nicht. Ich gebe auch gleich den Kaffeeweißer dazu. Und da ich eigentlich ein Süßer bin, kann man auch gleich, wenn ich es aufbringe, Appalot, so geht das auf, zwei Kandisin. Jo. Dann nimmt man diesen Filter, setzt den an und presst das Ganze schön langsam durch bis am Boden. So, dann schrauft man mal das erste Deckel drauf. Da könnte man dann schon daraus trinken und den Verschluss. Und jetzt wartet man noch 2 Minuten, dass das ordentlich durchbeizt. Und dann ist er trinkfertig. Ja, Freunde, die 2 Minuten sind vorbei und das Ganze können wir jetzt natürlich auch noch schütteln. Brauche ich auch keinen Löffel. Und wie gesagt, man könnte hier gleich trinken, aber ist mir eigentlich zu heiß. Und werden wir nochmal kosten, das schwarze Gold. Ja, herrlich. Ja, natürlich schaufen wir den wieder zu, dann bleibt er natürlich auch schön warm. Sicher, jetzt können manche sagen, naja, das kann man das Kaffeegel daheim auch machen, nimmt man es in einer Thermo mit. Kann man, aber Freunde, ihr kennt mich, Kaffee-Junkie, Gear-Junkie. Ich brauche alles, was mit Kaffee zu tun hat.
Und in dem Sinn, wenn das für euch was ist, Link seht ihr unten in die Beschreibung. Und ich sage wie immer, danke fürs Zuschauen und man sieht sich.